Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem speziellen Video. Und zwar geht's um Horse Reality und ein neues Community Update, was wir bekommen haben. Als Geburtstagsüberraschung, neue Farbvariationen für Pferde und kleines Community Update. Da gibt es Bugfixes und V2-Übertragung. Ich habe das Ganze jetzt mal auf Deutsch gestellt. Das wird nicht immer so 100% richtig sein von der Satzstellung, aber wir werden herausfinden, worum es da genauer geht. So, und da also das Livestream-Datum immer näher rückt, haben die Macher des Spiels dem heutigen Update kleine Überraschungen beigefügt. Viele von euch dachten, die Party sei schon vorbei. Erraten Sie was? Es war nicht vorbei. Juhu! Und ich habe schon ein bisschen drüber gelesen und habe gedacht, ha, geil, einfach nur cool. Ich bin richtig hyped darüber. Geburtstagsüberraschung, neue Pferdefarbvarianten. Steht jetzt Mantel, aber ist ja egal. In den letzten Monaten haben wir Ihnen erzählt, dass unsere Künstler damit beschäftigt waren, die fehlenden Mustangfarben zu zeichnen. Während das stimmte, war es nicht das Einzige, woran sie arbeiteten. Wir dachten, es wäre Zeit, unseren bestehenden Rassen etwas Liebe zu zeigen. Und als Geburtstagsüberraschung für Sie haben wir 13 unserer Pferderassen um neue Fellvarianten erweitert. Huh. Zusätzlich zu den neuen Variationen haben wir dann zum Welchpony und Champagne und Pearl zu Mustang Horses hinzugefügt. Ich glaube, ich möchte wieder Mustangs züchten. Dies bedeutet, dass die beiden Rassen zusätzliche Grundpferde erhalten. Wir haben eine kurze FAQ zu den Änderungen unter der folgenden Liste aller neuen Kunstwerke zusammengestellt. Farbabweichungen, Grauabweichungen, arabisches Pferd gibt es Farbabweichungen, Kamak gibt es neue, Isländer, Kladruber, geil, Knappstrupper, Farbabweichungen und Weißmusterabweichungen und Weißmarkierungsvarianten. Mustang Horse, neue Gene, Champagner und Perl. Norica, Norman Cobb gibt es neue Farben. Bei den Oldenburgern, bei den Shire Horses. Suffolk Punch kriegt auch neue Farbvariationen. Bei den Trakehnern und bei den Welsh Ponys gibt es neue Farbvariationen, graue Variationen und ein neues Gen, nämlich das Dun. Ja, das ist mal eine Überraschung, oder? Das ist mal eine richtig schöne Überraschung, über die ich mich auch sehr, sehr freue. So, das Hinzufügen neuer Gene zu einer Rasse bedeutet, dass wir etwas völlig Neues hinzufügen, das in der Rasse zuvor noch nicht gesehen wurde. Neue Gene können nur durch Hinzufügen neuer Grundpferde ins Spiel gebracht werden, während dies für das Hinzufügen neuer Farbvarianten nicht erforderlich ist. Durch Hinzufügen neuer Variationen, Farbgrau-Weißmuster, Weißmarkierungsvarianten, erhält eine bereits vorhandene genetische Kombination neue Fellfarben. Immer wenn ein Pferd mit einer bestimmten genetischen Farbe geboren wird, zum Beispiel schwarz, entscheidet das System nach dem Zufallsprinzip, welchen Schwarzton das Pferd erhält. In dem Fall entweder pechschwarz oder sonnenverblasstes Schwarz. Das System hat dann mehr Optionen zur Auswahl, wenn Sie ein Pferd züchten. Von diesem Moment an, wenn Sie zwei Pferde züchten, hat das Fohlen die Möglichkeit, einen der neuen Mäntel zu bekommen. Aha, okay. Wir müssen jedoch die gesamte Tragzeit und dann bis zum Erwachsenenalter warten, um sie zu sehen. Okay. Falls Sie nicht auf die Geburt neuer Fohlen warten können, können Sie die Pferde der oben genannten Rassen von der Stiftung kaufen und altern lassen oder sie in den Wildparks fangen. Das werde ich definitiv ausprobieren. Ja. Dann haben wir hier Foundation. Wir haben das Kunstwerk des Dun-Gens und Welch-Ponys und der Pearl- und Champagner-Gene des Mustang-Pferdes fertiggestellt. Da keine der aktuellen Foundation-Blutlinien diese Gene trägt, mussten wir neue Foundation-Pferde hinzufügen, um sie ins Spiel zu bringen. Daher sind ab sofort 4 neue walisische Gießer und 8 neue Mustang-Gießer ins Spiel gekommen. Ja, das ist wieder typisch Übersetzer von Google, ne? Wir wissen, dass es nicht fair wäre, wenn einige Rassen mehr Gründungspferde als andere erhalten würden. Okay, also müssen wir quasi da gucken. Knappstrupper White. Okay. Da gibt es halt eben auch Neues. So. Es ist immer noch das Ziel, bald alle unsere Wildparks zu eröffnen. Okay.
Die nächsten Rassen, an denen unsere Künstler arbeiten werden, sind daher das Namib Desert Horse, afrikanischer Wildpark. Jawohl, wir kriegen endlich, wird unser Wildpark eröffnet, Afrika, yay! Und das Mongolian Horse, asiatischer Wildpark, richtig cool. Sie fragen sich vielleicht, warum wir nicht daran arbeiten, graue Mäntel für die Mustangs und Quarter Horses zu verpassen. Die Antwort ist, dass diese leider bis zum Ende der V2-Übertragung warten müssen. Okay. Richtig cool. Dann gibt es einen Livestream am 16. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Der wird auf dem YouTube-Kanal stattfinden. Wer da Zeit und Lust hat, schaut da sehr, sehr gerne rein. Dann gibt es einen V2-Transfer, Reitschule, Fohlenweiden, Bank und Flughafen. Bis heute wurden 4 weitere Seiten in V2 neu geschrieben. Wir sind noch weit davon entfernt, den Transfer abzuschließen, aber wir sind ziemlich gespannt auf die Fortschritte, die wir in letzter Zeit machen. So, da gibt es dann nochmal Tipps, wenn da Fehlerberichte sind, was man machen kann. Bugfixes, Geldwechsel wurde bearbeitet, behobene Fehler im Zusammenhang mit dem Altersheim. Okay. Ja, das könnt ihr euch ja dann alles nochmal so weit durchlesen. Da gibt es dann auch nochmal andere Projekte, die da auch noch stattfinden können. Alles in allem, mega Update, super, also ganz klasse. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, die ihr dazu habt. Ich bin gehypt, ich werde jetzt mal schauen, welche Pferdchen ich so finde. Und werde euch das natürlich dann in einem neuen Video wissen lassen, wenn ich davon neue Farben haben werde. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Lasst mich auch sehr gerne wissen, wenn ihr ein solches Pferdchen gezüchtet habt oder gefangen habt. Dann schaue ich sehr, sehr gerne mal bei euch rein. Ich werde allerdings, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich vorerst zumindest keine Besuche mehr machen werde. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich doch ein bisschen zu sehr stresst, wenn ich da immer hinterher hechte und mach und tu. Ich werde Besuche machen, so wie ich es halt eben mal reinpacken kann. Aber bitte habt Verständnis dafür, dass ich keine festen Besuche mehr machen werde. Ich bedanke mich dennoch bei euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wer bis zum Ende zugeschaut hat, der kann mir sehr gerne mal unten in die Kommentare einen lieben Gruß dalassen und halt eben mir bestätigen, dass er bis zum Ende geschaut hat. Und wir können ja mal die anderen trollen. Schreibt doch einfach mal rein. Wie? Wir haben jetzt auch Stallkatzen. Schreibt das mal in die Kommentare, dann trollen wir die anderen. Passt gut auf euch auf, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!